reizt an dem Stoff besonders diese konträren Punkte zwischen Tragödie, Komödie, Lust, Leidenschaft, Liebe, Tod, also diese ganzen Gegenpole, die da vorkommen. Tut mir leid, dass es dir schlecht bekam, doch sag mir, was mein Liebster war. Euer Liebster, sag. Ganz wie ein Ehrenmann, ein höflicher, guter, schöner, wie gesagt, garantiert treuer. Wo ist eure Mutter? Wo ist eure Mutter? Diese sehr unterschiedlichen und auch sehr starken Figuren, die thematisiert werden. Wer morgen nach mir fragt, der kriegt einen Stein zur Antwort. Steht mein Name drauf. Die Pest auf euren zwei Familien! Sie haben Wurmfraß aus mir gemacht! Im speziellen Fall, hier kommen natürlich noch äußere Bedingungen dazu, dass ich es wahnsinnig reizvoll finde, diese tolle Liebesgeschichte hier auf dem Schloss zu erzählen. Ja, also wenn deine Liebe ernst ist und dein Ziel die Ehe. Ich meine eher eine längere Beziehung, in der wir uns erstmal kennenlernen können und zusammen abhauen können, dort wo uns niemand findet. Ja, Julia ist auf jeden Fall ein pubertierendes, intelligentes, junges Mädchen, junge Frau, die einerseits genau weiß, was sie will, aber auch, sag ich mal, andersrum naiv genug ist, für alles offen und bereit zu sein. Romeo hat auch einfach so einen Weltschmerz, also was macht so Sinn in dieser Welt? Und er ist ein sehr entschiedener Typ und er geht dann auch immer auf so, sag ich mal, 100% in allem, was er tut. Und in dem Moment, wenn er Julia trifft, wird für ihn die Welt einfacher. Andererseits will er diese Liebe dann auch voll und ja, leider endet es dann im Unglück. Blöd, verheult, steht da beim Angebot des Höchstglücks und sagt, ich kann nicht lieben, Hochzeit, nein, ich bin zu jung, ich flehe euch an, vergesst, ich geb's dir, wenn du ihn nicht nimmst zum Mann. Kuh auf die Weide, du, mein Haus ist zu für dich, du Schaf! Der Kern des Stückes ist die Geschichte einer Liebe, die trotz aller Widerstände versucht, zu ihrem Ziel zu finden. Es gibt jetzt verschiedene Umstände, wieso das nicht funktioniert und nicht klappt. Ihr Körper schläft im Grab der Capulets und ihr unsterblicher Teil wohnt bei den Engeln jetzt. Dadurch aber auch sozusagen klar wird, wie wunderschön Liebe sein kann, aber wie zerbrechlich und wie nah sie beim Tod unter Umständen auch ist.